So, Comedy im... So, Gerhard Nahl, brauchst nicht kommen. Muss auch im Leben mal genügsam sein. Der nächste Künstler, der jetzt kommt, der redet über Wurstigkeit und Buddhismus. Und ich wollte selber einmal Buddhist werden. Finde ich recht klasse. Buddhismus. Weil es sehr zufriedene Leute sind. Die Buddhisten. Die sind mit sehr wenig zufrieden. Ich bin aber dann draufgekommen, ich bin ein viel besserer Buddhist, weil die Buddhisten sind mit sehr wenig zufrieden, ich bin mit gar nichts zufrieden. Drum. Dankeschön, danke, sehr lieb, danke, sehr lieb, danke, danke, wirklich. Sehr lieb. Drum spüre ich jetzt instrumentaliert. Sollte reichen. Ein buddhistisches Instrumentaliert. Gast ist es wurscht. Ist es wurscht. Denken wir nur, cool, dass der jetzt kommt, dem es alles wurscht ist. Oh, der Vater! Einen kräftigen Applaus! Ja. Für Sandro Svoboda. Noch nicht applaudieren, jetzt hörst du. Jetzt kommt Sandro Svoboda für sie allein. Yeah. Le cloaque de Huawei. Oh la la chérie, wawa, je vous Er kommt für Sie jetzt ganz allein. Einen kräftigen Applaus für Sandro Svoboda. Meine sehr verehrten Damen und Herrschaften, wir alle freuen uns sehr, dass Sie es herschafften. Freuen Sie sich auf ein Spektakel, ein Schauspiel ohne Makel, mit Themen aktuell seit tausenden Jahren. Kommentare darauf dürfen Sie sich sparen, denn genau bedacht hat die Menschheit noch nicht so viele Themen hervorgebracht als Liebe, Sex, Geld und Macht, genau, Macht. Ja, und wollen Sie sich noch so dagegen zwingen? Man muss das eine mit dem anderen in Verbindung bringen. Vielleicht haben Sie schon alles davon gehört, von manchem empört, verstört. Eines aber ist uns nicht eins. Bleibt es bei einem einzigen Leben, auch meins? Folgendes Spiel wird darauf keine Antwort geben, zugegeben. Aber vielleicht erfahren wir es ja in einem anderen Leben. Und noch ein kleiner Tipp. Wer einmal eines natürlichen Todes sterben will,
dreht spätestens jetzt sein Handy auf still. Also bitte, seid so gut, Leidl, und trat das Klumpert ab. Danke. Ja, grüß euch. Hallo, Svoboda, mein Name. Ja, so eine faule Sau bin ich. Ja, Svoboda, mein Name. Ah, stört niemanden hier. Okay. Ich komme ja nämlich eigentlich... bin so im Stress. Ich komme ja aus dem Osten, also aus dem ehemaligen Osten, also so Wien, Niederösterreich-Gebiet. Und dort wird ein bisschen die Nase gerümpft immer, wenn man jetzt eben Svoboda, Bosbischil oder Pfurterneck hast oder sonst irgendwo. Gibt's wirklich. Mein Urli hat im Mädchennamen hat so geheißen und das hat sie mir mal gesagt, wie es aber schon die Dritten gehabt hat, hat sie sich ausgeklatscht. Immer mal die Geschichte erzählt hat, wenn Verwandtschaft da war, bin ich gleich in die Kuchel gegangen, habe einmal gewartet, dass keine Flugobjekte da sind. Ja, ich hänge schon, Moment. Ah ja, genau, nein, gar nicht. Ich bin auch beschnitten, falls irgendwen interessiert. Ich habe es von da draußen gehört, ich habe gar nicht gewusst, dass das in Salzburg so ein Thema ist. Nein, ist jetzt leicht zum Unterhalten. Okay. Im Gegensatz zu den Wiener. Und wenn wir schon bei den schlüpfrigen Thema bleiben, das ist auch meine Salzburg-Entjungferung. Bin wirklich froh, dass ich endlich aus den ganzen Kaffs rausgekomme. Habe ich geglaubt, bevor ich hergekommen bin. Und ja. Und ich habe nicht so viel vorbereitet. Ich muss dazwischen was trinken, dass ich ein bisschen die Zeit strecken kann. Ich habe ja eigentlich geglaubt, ich bin ein bisschen unsicher. Ich trete heute erst das vierte Mal auf, oder dadurch, dass nur gekürzt ist, so das 3 1/3. Und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, wie es drauf ist. Sicherheitshalber habe ich mir gedacht, nehme ich einen Locher mit. Aber. Na, sicherheitshalber, ich stelle da mal her, man weiß es nicht. Aber ich glaube, das, was im Osten bei uns, jetzt reißt euch zusammen, wirklich, kommt's. ich glaube, was bei uns vielleicht eher das Problem mit den Slawen unter Anführungszeichen ist, habt ihr ein bisschen mit den Deutschen, stimmt das? Also bei uns vertraut man die Augen, wenn einer Pfurterneck heißt und dort, wenn einer Hans-Dieter oder Jochen oder so heißt. Oder Uwe. Da fällt mir auch mein Urli wieder ein. Ich darf das, ich zitiere nur. Sie ist 1913 geboren. Die Urli hat gesagt, und das bleibt mir ewig in Erinnerung, sie hat gesagt, was kann man gegen Juden haben, wenn man Biefke aushält? Ja. Nein, aber ich muss jetzt kurz zum Wesentlichen kommen. Ich habe ein kleines Problem. Okay, wirklich, sonst müsste sie nicht auf der Bühne stehen. Ich bin jetzt schon sehr zwiegespalten hergekommen, weil ich wollte eigentlich, das ist mein erstes Programm, Wurschtismus. Ich sage euch nicht, um was es geht, da kommt es einmal regulär, weil. ich wollte eigentlich ein nachhaltiges Programm machen. Nicht für euch, das ist mir wurscht, aber ich wollte nachhaltig unterwegs sein. Öffentlich, ÖBB, ich bin ein sehr begeisterter öffentlicher Fahrer, ÖBB-Fahrer, ist auch eine eigene Gattung Mensch. Die bestehen zu 50% aus Wasser und zu 50% aus Masochismus. Und na, ich weiß, das ist wieder so klassische, die ÖBB verspätet. Na, überhaupt nicht. Die haben es ja auch schwer. Zuerst ist mal die Frage, was ist die ÖBB? Das ist wieder so Überbegriff, das sind so viele Leute, was ist das Österreich? Herr Sportminister, was ist das? Was ist, keine Ahnung, was ist die SPÖ? Also man weiß es nicht, aber so die Mitarbeiter von der ÖBB haben sie wirklich schwierig, weil die müssen ja, das ist ein Mörderhocken, die müssen die vorgegebenen Verspätungen einhalten, um Gottes Willen. Und am Bahnhof, wir wissen es ja, am Bahnhof sind ja ständig irgendwelche Giftler, Sandler, den ganzen Tag, du kannst das nicht einmal heimlich machen. Manchmal habe ich es schon gesehen, da haben sie so angetäuscht, so, schon ein Zeppelin, und dann haben sie gleich eine Ecken in die Radeln reingehauen, damit sie dann sagen können, dass sie ein technisches Gebrechen haben. Oder sie fahren extra langsam. Oder sie fahren, naja, es kann ja nicht oben stehen, der Zug kommt in 2 Stunden und er steht schon da, dann ärgern sie die Leute ja noch mehr. Und dann hat es ja noch weniger Sinn, wenn sie in die Richtung schauen, wo sie glauben, dass der Zug herkommt. Schauen sie ganz böse, damit er rot wird. Wenn sie schaffen, der Zug kommt immer rot her meistens. Wenn du den Railjet fährst, kommt er rot her.
wie gesagt, diese Problematik haben die. Und ich habe mir gedacht, jetzt müsst ihr die klären, was Buschismus ist. Ich tue es jetzt aber nicht. Es geht um Folgendes. Ich habe mir gedacht, ich weiß noch. Was ist da los? Hallo? Für das aber nicht zu alt. Haha, ich bin nichts zu alt. Also dann passt es eh. Wie wäre das, wenn ein Schaffner oder ein Zugbegleiter, wie es jetzt politisch korrekt heißt, wie wäre das, wenn er ein Buschist wäre? Jetzt kurz das Beispiel. Ich kann es nicht auswendig, das ist aus meinem Zugabenteil von meinem Programm. Nein, aber wirklich nicht. jedenfalls, die Wirklichkeit schaut so aus, sogar zu zum Stehen. Okay. Also die Wirklichkeit. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze pünktlich, jetzt reißt es innerlich schon halbert vor lauter Lachen, kriegt einen halberten Schlaganfall. Wir erreichen in Kürze pünktlich Wien-Meidling. Ladies and Gentlemen, in a few minutes we will arrive in Wien-Meidling right on time. Have a pleasant day. Allen Fahrgästen, die uns hier verlassen, wünsche ich im Namen des ÖBB-Teams noch einen schönen und angenehmen Tag. Und dann legt er schnell auf, weil er schon die Tränen am Oberinnen vor lauter Lieren. So, ein Wurschtist, der Schaffner ist und dem dieses Lügen nicht wurscht ist, ha, ein Wortspiel. Aber man dachte, da könnte das so ausschauen. Und ich wette mit Ihnen, das, was Sie glauben, was da jetzt drinnen frei erfunden ist, ist in Wirklichkeit nicht. Aber jeder darf ein bisschen selber nachdenken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen des ÖBB-Zugteams begrüßen wir auch die nun zugestiegenen Fahrgäste. Ladies and Gentlemen, welcome. Die haben es nicht so mit Englisch. Mit Deutsch dann sind sie schon schwer. Nächster Halt, next stop, das kennen sie, next stop, 1a. Next stop, Wiener Neustadt Hauptbahnhof, Viennese New City Main Station. Aufgrund Abwartens eines vorrangigen Zuges beträgt unsere aktuelle Verspätung 200 Minuten. Wir bitten, alles schon erlebt. Wir bitten um Ihr Verständnis und bitten, damit verbundene Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Ladies and Gentlemen, offe Tränen, before us, also fuhren, nicht? Also der, aber, wie lädt. For about 200 minutes and ja, sorry, bitte. Es vergehen 80 Sekunden. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Wiener Neustadt Hauptbahnhof. Wir wünschen allen Fahrgästen, die uns hier verlassen, noch einen schönen Abend. Ladies and Gentlemen, soon we will arrive at Viennese New City Main Station. Have a pleasant day. Jo, yes, of course. Also in Kürze. Und dann irgendwann bricht es aus ihm heraus. Okay, es tut mir leid. Ich weiß, eigentlich ist eine Frechheit, wenn ich sage, in Kürze. Eigentlich müsste ich die sagen, vergeschissene 3 Stunden hätten wir schon da sein sollen. Ich kann Überstunden schreiben und sie haben ihren Anschluss darf man da nicht mehr sagen. Und sie haben ihren... Sie haben den nächsten Zug, aber schon sowas von versammt. Ich weiß, Ihr Tag wird nicht mehr nice und was. Die Trafikantin war auch so erschnitten. Sie hat mir. Wenn Sie meine Frau kennen, das ist 14 Jahre verheiratet. Also wirklich aufhören tut sie noch mehr. Und die hat mir Augen gemacht und die hat am Pullover, also. Echtes Kamelhaar, du hast die Höcker noch gesehen. Und es tut mir leid, ich verspreche über die Zukunft, ich werde meinen Job wieder ernster nehmen. Ich verspreche es in Zukunft nicht. Ich habe vergessen, wie heißt denn, den Ding habe ich vergessen, den Ding. Keiner sieht es nicht, weil der redet ja nur eine. Aber der Ding, ich habe ein Ding vergessen zum Lohner. Haben Sie bitte ein bisschen Rücksicht, bitte. Ladies and Gentlemen.
Se treffe kennt ihn. She was well-dressed. She made me eyes. Not for leaking. She made to the look. No, she didn't leak. She was, this was, it was the eyes. I am sorry. Danke, dass Sie mit ÖBB gefahren sind. So. Okay. Moment. Sony, vielleicht so eins was. Sony. Jetzt habe ich nicht geschaut, zuerst, wann ich angefangen habe. Vielleicht bin ich eh schon drüber. Ich habe eh noch ein bisschen was. Schauen wir mal. Das ist Österreich, oder? Einer sauft ein Bier und die Leute lachen, oder? Ich liebe mein Land. Ja, es ist am Anfang so schwierig. Genau. Ah, guter Stichwortzettel. Es ist ja am Anfang so schwierig. Was soll man Neues machen? Wie gesagt, ich habe jetzt sehr ein bisschen umdisponieren müssen. Ich habe jetzt da hinten nämlich gehört, was mein sehr geschätzter Kollege, ich habe ihn jetzt erst kennengelernt, aber mir hat es gefallen, was er gemacht hat. Da waren wirklich sehr deckungsgleiche Sachen von ihm drin. Aber es ist am Anfang schwer, was ist es jetzt neu, wenn ich Kirche kritisiere? Wenn ich mir jetzt herstehe und sage, dem Kardinal ist nicht zu schmal. Ich meine, ja, sicher kennen wir uns alle aus, was gemeint ist, nicht? Aber das ist doch Scheiße. Oder, keine Ahnung, wenn ich jetzt Politiker kritisiere, stelle ich mir jetzt her und sage, ja, Politiker sind egozentrisch, machtgierig, faul und haben den Politik. Das heißt, sie haben das Poli nicht geschafft. Aber einen Umweg übers Parteibuch gefunden, doch mehr zu verdienen als die intelligenteren Klassenkollegen. Oder kennen Sie die Strache-App? Lohnt sich aber, das Handy wird nur mal bis 88% geladen. Ja. Über Umwelt machen wir was Neues. Schatz, sag mir was Schmutziges. VW Passat. Ja. Wo muss man denn wirklich hingehen, dass man irgendwo noch irgendwo Leute trifft, für die das was Neues. Ich verstecke mich hinten da ständig. Ich habe so Angst vor euch, aber seid ihr so lieb. Aber wo kann ich hingehen, dass das für irgendwen noch was Neues ist, oder? Ja, Burgenland vielleicht, ja, aber da trittst. Wenn du zweimal ausverkauft bist, kennt es ja jeder, sogar der Pfarrer. Da lacht sogar der über den Kardinalschmäh. Kurz, was ich noch erwähnen wollte, weil er ein guter Freund ist und jetzt auch mit der ÖBB zusammenhängt. Er ist nämlich auch ein Freund von mir, der Norbsi, der Hofer, unser Minister für Infrastruktur und Eiernockerl mit Salat. Ja, da lachen die Braunauer. Ja. Nein, er ist wirklich ein guter Freund von mir und er hat auch mit meinem Wurschtismus zu tun. Wenn Sie wissen wollen, wie der Zusammenhang ist, kommen Sie zu meinem Programm, Vollpreis bitte, Abendkasse am besten. Und, wie gesagt, er ist ein guter Freund von mir. Ich habe schon ein paar Mal mit ihm im Binkerfeld gemeinsam beim Backhandlessen gewonnen, beim Wett-Backhandlessen. Und man hat ihn doch vor der letzten Bundespräsidenten mal kaum gekannt, oder? Ja, dritter Nationalratspräsident, aber wer kennt denn den? Okay. Aber seit der Bundespräsidentenwahl ist er sehr bekannt und er nützt es auch. Er macht nämlich das, was jetzt das populärste ist überhaupt. Er schreibt ein Kochbuch, oder hat er schon geschrieben, ich habe schon ein bisschen hineingeschmökert. Mein Mampf. Heißt? Und es sind überraschenderweise auch exotische Gerichte. Denn erstes Kapitel, Nazi Goreng. Und klatscht ein bisschen, aber durch. Moment, glaubst du? Nein, das war Spaß. Das ist mir wurscht, macht's was wollt. Ja, das geht sich nicht mehr aus, das nehme ich mit dann. Aber jedenfalls, er hat sich's nicht nehmen lassen, wie soll ich sagen, ein bisschen Sozialkritisches mit germanistischen Geistesblitzen einzuflechten. Wie er zum Beispiel gesagt hat, ich koche ja nur, weil ich so gern koche. Eigentlich kocht ja meine Frau, die weiß, dass sie dorthin gehört in die Küche. Denn, das sagt uns ja auch schon die deutsche Sprache, die ja bekanntlich verpflichtet.
Es heißt ja immerhin die Küche, nicht der Küche. Da hat alles seinen Sinn und Platz. Ja. Wie gesagt, es gibt es bald zum Lesen. Und wie gesagt, mit einem Wurschtismus hängt es auch deswegen zusammen, weil er ein Epikureer ist. Ich muss das vielleicht kurz anreißen ein bisschen. Wisst ihr, was ein Altgriechisch... Nein, nur Trottel im Publikum. Okay. Nein, dafür bin ich ja da. Für das bin ich wirklich da. Unterbezahlt, aber ich bin da. Der Epikur hat in seiner Lehre gesagt, der Mensch soll ausschließlich, im Geiste unterstrichen, ausschließlich das tun, was ihm Freude bereitet. Ausschließlich, ich meine, bei uns geht das nicht, sagen wir halt einmal, ob der Volljährigkeit, vorher muss man tun, was die Eltern sagen, und ist ein Spinat. Ne? Und nachher kannst du Pizza fressen, Popcorn, was auch immer. Und der Norbert macht es aber nicht so. Er macht nicht das, was ihm Freude bereitet, sondern er redet sich alles so lang ein, dass es ihm Freude macht, bis es ihm Freude macht. Ich glaube nämlich nicht, dass er so mit seinem gekünstelten Dauergrins auf die Welt gekommen ist. Weil er hat ja schon Geburtskomplikationen gewesen. Nicht? Weil da bleibst du hängen, gleich zahst du ihn aus. Ja, den Trottel, krieg nicht raus. Ich glaube auch nicht, dass er sich chirurgisch einbauen hat lassen. Und ich finde, wir sollten das auch alle machen. Jetzt nicht zum Beispiel, okay, was ist heute für Tag? Donnerstag. Okay, nein, wir müssen hakeln. Ja, tut es mir leid. Aber jetzt nicht dann irgendwie um ein Dummrenner am Sonntag. Entschuldigung, das Bier. Jetzt nicht grantelt am Sonntag um ein Dummrenner. Nee, ich bin ein Working Poor. Was soll ich denn tun? Ich gehe in die Hocken für die Leasing, dass ich hakeln fahren kann. Nein. Reden Sie sich alles schön. Freuen Sie sich überhaupt schon, wenn Sie aufstehen, wenn Sie nur leben. Allein ich schon deswegen sollten Sie grinsen. Mit der Hofer-Methode. Eben. Dann, ein neuer Tag beginnt. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Und so schön, jetzt darf ich mit meinem neuen Auto in die Arbeit fahren, die mir das Auto finanziert, damit ich in die Arbeit fahren kann. Ist das nicht herrlich, dieser schöne, wunderbare, moderne Kreislauf? Und jetzt habe ich nur mehr 30 Jahre bis zur Pension. Ist das nicht schön? Das wäre doch gelacht mit meinen 50. Und am ersten Tag von meinem 80. Geburtstag werde ich Trompete spielen lernen. Das wollte ich nämlich immer schon machen. Das ist die Hofer-Methode. Machen Sie das. Und ich sage jetzt Prost. Danke.